Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Was lachst du denn im Hintergrund, dich kaputt? Ich weiß auch nicht, wunderschön, das freut mich. Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute ein Video zum Ford Bronco. Der Ford Bronco ist ja neu rausgekommen und ist vorgestellt worden. Und den Bronco hat es ja an sich, ich glaube, in den 70er Jahren schon mal gegeben. Ich sortiere gerade die ganzen Schlüssel hier, damit ich euch die gleich alle zeigen kann. Und wir haben 7 Stück davon gekauft und haben die jetzt bei uns. Also wer mal Interesse an so einem Bronco hat, kann sich die mal angucken, anfassen, reinsetzen. Und hier stehen jetzt die ersten 5 und der Rest steht im Showroom. Also wir haben die in verschiedenen Varianten da, weil es ihn auch komplett in verschiedenen Varianten gibt. Der Bronco an sich ist sehr, sehr ähnlich zum Wrangler, ist halt ein absoluter Jeep Wrangler Konkurrent. Zeige ich euch aber in einem separaten Video nochmal Wrangler versus Bronco in so einem Vergleich. Vom Grundsatz haben wir den Bronco einmal als Fünftürer und nochmal als Fünftürer und als Fünftürer. Hier sind 3 Türer. Also wir haben den Bronco als Fünftürer und als 3 Türer. Und wie ihr seht, wir haben ihn mit Softtop und mit Hardtop. Außerdem gibt es unterschiedliche Ausstattungsvarianten. Also wir haben den Black Diamond, wir haben den Big Bend, wir haben den Badlands. Komplett unterschiedlich. Dann, ich stelle ihn euch erst einmal von außen komplett vor. Und wir fangen mal mit dem an, der ist so der imposanteste. Das ist der Badlands. Der macht auch so auf den ersten Blick den fettesten Auftritt. Das heißt, wir haben hier Stahlstoßstangen vorne dran, einen massiven Grill, die haben alle im Grill, also es gibt unterschiedliche Grillvarianten. Wir haben hier kleine Waben, der da drüben hat zum Beispiel größere Waben. Und der drin sieht wieder anders aus. Aber es steht immer Bronco drin. Das heißt, wir haben manche Kunden, die wissen auch gar nicht, was das ist. Und dann denken immer Bronco, was ist das für ein Hersteller, der Bronco? Also Bronco ist der Ford Bronco. Steht immer markant vorne drin. Der kommt jetzt direkt mit einer Stoßstange kommt der auch. Der hat auch hinten noch eine Stoßstange, ja, ist Wahnsinn. Der hat schon eine Salvine vorne dran, der ist schon höher, der hat schon Suchscheinwerfer dran. Das ist aber Zusatzausstattung. Wir fangen erstmal mit den Basics an. Die haben alle diese Haken hier vorne dran, an der Haube. Die kann man dafür nutzen, wenn man zum Beispiel durchs Gelände fährt, kann man hier ein Seil dran spannen und das oben montieren. Und dann wird das ganze Gestrüpp, wenn man durch den Urwald fährt, das ganze Gestrüpp wird quasi durch die Schnüre zur Seite geleitet, dass das nicht alles vor die Frontscheibe platscht und haut. Und Claudia ist völlig fasziniert, weil sie das gerade auch nicht wusste. Warte, mir fallen die ganzen Schlüssel runter. Genau, dann haben wir bei dem LED-Scheinwerfer. Alle Broncos, die wir im Moment da haben, sind alle die Vierzylindermotoren mit dem 2,3 Liter Motor. Die haben 275 PS und ist erstmal der kleine Motor. Wir haben den ganzen, das Ganze gibt es auch nochmal mit dem 2,7 Liter V6. Haben wir jetzt im Moment nicht hier, weil wir natürlich erstmal gucken wollten, wie werden die so angenommen hier und schauen jetzt erstmal. Achso, ich wollte eigentlich zumachen. Warte mal. Gut. Klar. Ich fahre den mal ein Stück vor, damit ihr das mal sehen könnt. Wir haben hier ein 6-Gang-Automatikgetriebe, aber wir haben quasi 6 Gänge, den Rückwärtsgang und einen C, also einen Crawlgang. Den zeige ich euch aber gleich noch. Einmal, wir können ja einmal rumgehen. Ich fahre jetzt einmal ein Stück vor, dass wir einmal mit dem ganzen, mit der Kamera uns alles angucken können. Schon einmal rum? Ja. Gut.
Der ist, wie gesagt, höher gelegt. Man sieht das im Vergleich. Das ist der Abstand bei dem hier vom Radhaus zum Reifen. Und bei dem nicht höher gelegten ist das natürlich wesentlich niedriger. Also das ist die Serienhöhe, die wir haben. Der hat jetzt hier schon die fetten 37er Räder drauf. Also kleine Felge sind hier, glaube ich, 17 Zoll, wenn ich richtig sehe. Genau, 17 Zoll Felge und den großen 37er Reifen drauf, damit man natürlich im Gelände, hier steht übrigens die Reifengröße, ne? 37 mal 12, 5 mal 17, 17 Zoll ist die Felge und der Reifen ist ein 37er Reifen. Damit der also im Gelände natürlich richtig Spaß macht. Hier ist vorgefertigt, das ist natürlich jetzt erstmal ein Schutz, wenn man natürlich irgendwo gegenfährt, dass das nicht gegen die Karosse knallt. Beim Jeep Wrangler haben wir das ganz, ganz häufig umgebaut und haben solche Schutzleisten abgenommen und haben die gegen elektrische Trittbretter ausgetauscht, weil es natürlich hier eine gewisse Höhe zu überwinden gibt, um da reinzukommen. Und ich schmeiß mich mal rein. So, hinten zeige ich euch auch nochmal eben. Ja, also hinten ist auch ausreichend Platz, dass man wirklich mit 4 oder eigentlich 5 Erwachsenen vernünftig sitzen kann. Also dieses Auto ist durch und durch für den Offroad-Bereich gemacht, weil der komplett zerlegbar ist. Wir können die Türen rausnehmen. Also man sieht überall an den Türen, ich mache hier mal zu eben, hier unten Lift. Das heißt, ich kann hier unten reingreifen, kann die Tür rausnehmen. Ich kann also das Auto im Endeffekt komplett nackt machen. Ich kann die Türen rausnehmen. Ich kann hier oben, vielleicht wenn du einmal reinfilmst, sieht man die Dachkonstruktion. Das heißt, ich kann auch das komplette Dach entweder öffnen oder rausnehmen. Dann habe ich halt nur hier diesen Rahmen. Auch das kennt man vom Jeep Wrangler. Das ist immer so die Vorstellung, bist dann in Miami am Strand oder in L.A. und fährst dann mit so einem komplett offenen Geländewagen durch die Gegend. Das ist schon geil. Also der ist voll geländefähig und geländegängig. Kofferraum ist auch jetzt bei dem relativ groß. Und was wir sehen, weil wir können ja aufklappen. Wir können ihn hier entriegeln. Hier sind zwei Bügel, die klappe ich hoch. Und dann kann ich das Dach aufmachen. Und dann haben wir hier so eine, im Endeffekt wie so ein Haubenhalter. Den können wir da einrasten. Und dann haben wir ein bisschen mehr Höhe zum Einladen. Was wir jetzt sehen, das ist von innen alles mit Plastik ausgearbeitet. Wir haben zwar jetzt hier Stofffußmatten drin, aber die Grundeinrichtung ist hier Kunststoff, weil, erkläre ich euch jetzt, wenn wir nämlich hier reingucken, sehen wir auch hier, das ist auch kein Leder, das ist so ein so ein Vinylstoff. Und hier ist auch alles mit Kunststoff ausgekleidet, weil wir haben hier einen Abfluss. Ah, ein Licht geht uns auf. Das bedeutet, wenn du mit diesem Auto ins Gelände fährst und da läuft mal Wasser rein oder du hast halt zum Beispiel keine Türen, dann musst du ja irgendwie die ganze Feuchtigkeit und das ganze Wasser aus diesem Innenraum wieder rauskriegen. Dementsprechend sind überall, jetzt hier hinten links, hinten rechts und auch vorne im Fahrerraum, hier vorne, wo der Fahrer sitzt, sind überall diese Abläufe hier. Das finde ich ist ein riesiger Pluspunkt, weil wir haben genug Kunden bei uns, die einen Wrangler fahren. Natürlich noch kein Bronco, weil es den noch nicht gibt, aber die einen Wrangler fahren und da richtig heftig mit ins Gelände fahren. Und dann, ich sag mal, steht die ganze Scheiße da drin. Und wir müssen das am Ende wieder ausbaden, im wahrsten Sinne des Wortes, und müssen irgendwie das Wasser wieder da rausholen, weil das dann in den Türen und so überall drin ist. Alles schon zu Genüge gehabt. Das ist so die Kurzfassung von außen. Hast du irgendwas, was hier von außen noch auf der Seele brennt? Nee, ne? Nein. Dann gehen wir mal rein. Nehmen Sie mal Platz, junge Frau. Und ich schmeiß mich auch mal hier rein. komm mal rein, komm. Ab einem gewissen Alter ist das Einsteigen schwieriger.
Also natürlich Keyless Go, wie man das gewohnt ist, mit diesem Code Access an der Tür. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gefilmt hat, aber wir haben draußen diesen Codezugang. Hat man gesehen? Super. Wir haben hier das große Display, Radio, Telefon, Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay, Android Auto, Rückfahrkamera, ist alles da. Tempomat geht übers Lenkrad, Freisprecheinrichtung geht übers Lenkrad. Das ist von hier alles typisch fortgängig zu steuern. Wir haben kein Ford-Emblem, sondern wir haben hier das große Bronco-Logo, also das Pferd. Der Mustang hat ja das aufsteigende Pferd quasi und der Bronco hat das Pferd nach unten. Tacho können wir auch die Einteilung hier und die Unterteilung des Tachos können wir umstellen, wie wir das haben möchten, wie uns das gefällt. Also man kann das jetzt so aufteilen, halb-halb oder anders anordnen im Display. Natürlich Allrad, also wir haben hier Allrad, 2WD, 4WD High, 4WD Low und 4A. Wer weiß denn, was 4A bedeutet? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann haben wir, das was ich euch gerade erzählt habe, den Crawlgang. Willst du einmal hier drauf filmen, eventuell? Ich wollte ganz stolz sagen, dass ich weiß, was das ist. Claudia hat gerade auf sich selber gezeigt, weil sie ganz stolz ist. Und zwar ist der Crawlgang dafür da, wenn ich im steilen Gelände bin und möchte, das geht nur beim Schaltwagen, und du möchtest nicht permanent kuppeln, wenn du irgendwo einen kleinen, steilen Berg hoch möchtest, wo du ein bisschen Power brauchst, dann kannst du den Crawlgang reinmachen und dann läuft das Auto mit einer anderen Kraftübersetzung und säuft nicht so schnell ab. Das heißt, du kannst quasi den Fuß von der Kupplung nehmen und fährst dann ganz langsam, ich glaube 1-3 oder 1-4 km/h, ganz, ganz langsam, aber mit Power den Berg hoch, ohne dass das Auto abwirkt. Außerdem haben wir hier oben noch diese AUX-Knöpfe. Wir haben AUX 1-6. Das bedeutet, die Autos sind natürlich dafür ausgelegt, dass der Interessent oder der Kunde irgendwann sagt, ich möchte da noch Beleuchtung dran haben, ich möchte irgendwelche Zusatzfunktionen haben. Also die Klassiker sind Beleuchtung, Scheinwerfer, ja, dann geht es aber auch los mit irgendwelchen Fanfaren und mit irgendwelchen anderen Technik-Schnickschnack-Umbauten. Das heißt, wir haben hier schon vorgefertigte Schalter, die man belegen kann. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel eine Leiste oben auf dem Dach haben, eine LED-Leiste, dann kann ich die direkt hier anschließen und fühle mich wie in so einem Cockpit, weil ich hier 1-6, AUX 1-6 habe. Bei dem sieht man das schon, wir haben zusätzliche Scheinwerfer. Wenn ich jetzt AUX 2 anmache, dann gehen diese beiden kleinen, die der jetzt hier zusätzlich hat, außen, einmal rechts und einmal links, dann gehen die an. Man sieht man natürlich erst von vorne nicht, aber ich sehe es vorne in dem Auto. Ansonsten, die Verarbeitung ist natürlich darauf ausgelegt, dass das nass werden kann. Also wir haben, wie gesagt, so Vinylsitze, die gewöhnungsbedürftig sind, bin ich ehrlich, vom Stoff, weil es ist kein Fisch, kein Fleisch, es ist kein richtiges Leder und es ist auch kein Stoff. Aber eigentlich ganz angenehm zu sitzen. Und auch hier oben ist es natürlich kein Leder, sondern Kunststoff verarbeitet. Dann haben wir hier oben noch zusätzliche Knöpfe. Die sind je nach Ausstattung des Autos belegt oder nicht belegt. Da können wir auch nochmal einstellen, ob wir das Differential sperren wollen oder wie wir fürs Gelände quasi unterwegs sein wollen. Das war so die Kurzfassung und grober Überblick zum neuen Ford Bronco. Wie gesagt, wir haben die 7 oder 8 Mal da. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, ich glaube 7 Stück haben wir da. In allen Varianten. Und wenn ihr dazu weitere Infos haben möchtet, folgt uns, liked den Kanal und lasst ein Abo da. Weil wir stellen euch die Autos nach und nach vor. Wir vergleichen die auch mit dem Wrangler. Wir haben einen Wrangler hier. Und wir haben einen sehr aufgemotzten Wrangler im Kundenstamm, den wir euch vielleicht auch nochmal zeigen werden. Damit ihr so einen Vergleich habt, weil die Autos relativ ähnlich sind und relativ identisch konzipiert sind, weil sie halt auch für den gleichen Zweck bestimmt sind. Und der Bronco soll natürlich Vollgas den Wrangler angreifen und die Kundschaft des Wranglers abgrasen. Das zeige ich euch in den folgenden Videos. Deswegen dranbleiben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.